Und ich hört sagen, alles Materielle sei einzig bedacht als Leihgabe auf Lebenszeit. Und die entsetzlichen Dinge zerbröckelten mit dem Hingang der Zeit, so dass die erstorbenen Dinge ringsum, die wohl niemals das Leben gesehen, ein sanftes Begräbnis erhielten. Und schließlich ward ich gewahr, dass nach uraltem Ritus ein Mensch sich verbarg hinter den traurigen Dingen. Holger C. Bentin, Magier des Eisens. Und er eröffnete mir, dass Kunst immer mit dem Unmöglichen zu tun hätte und das Unmögliche wollte und das Unmögliche versuchte. Und dass Politik mit dem Möglichen rechnen müsst, deswegen eigentlich das der größte Gegensatz sei. Kunst sollt immer eine Störung sein von Politik und von Verfestigung, so sprach er. Und er durchmaß als Seehilfen die Dinge, die gedacht waren zu dienen, die Welt, den Menschen anders gewahr werden zu lassen. Wind, Regen, Zeit, so Zeit ist für mich, 1 Zentimeter Stahl sind 100 Jahre, also quasi die Veränderung. Und dann aber auch in anderer Weise natürlich die Toleranz, die in der Umgebung herrscht, nicht? Wie damit umgegangen wird, wie, was für Bewusstsein, was für eine Ebene vorhanden ist. Nicht? Und es beschlich mich ein merkwürdiges, feierliches Gefühl, als ich so hinaufschaute. Ich versuche auch die Arbeiten, die ich mache, also das Material der Umgebung zu benutzen. Und eigentlich für jeden Ort wird eigentlich die Arbeit erst erstellt. Und es gibt nur einige Arbeiten, die man an gewissen Orten zeigen kann. Also es ist einfach sehr wichtig. Wichtig ist auch, wenn man sie jetzt in einer Ausstellung präsentiert, dass sie dann zwar reingestellt werden, aber danach wieder raus und weiter so leben können. Viele Sachen sind eben auch ganz bewusst nur, also für mich ist es wichtig, dass man einfach den Moment begreift. Heute wird Zeit so dermaßen beliebig immer wieder konsumierbar. Also man kann sich den Film 10-mal hintereinander angucken, konsumieren, also unbegrenzt konsumieren. Und das ist aber, die Zeit ist einfach nicht so konsumierbar. Man kann es, für mich ist einfach wichtig, den Moment, in dem ich gerade bin, den bewusst zu erleben und zu begreifen. Und das ist dann auch so, wenn ich mir die Arbeit angucke oder jemanden, also jetzt wenn das im Skulpturenpark oder in einem draußen steht, dass jemand bewusst ist, wenn er jetzt da ist, dann ist das einzigartig. Es ist dann nur dieser Moment und wenn er dann vielleicht einen Tag später oder eine Woche später kommt, kann schon ein Sturm geherrscht haben und die Arbeit sieht ganz anders aus. Es hat sich dann eben völlig verändert.
ich sah, die metallenen Vögel lagen im Kampfe, gingen einander angesichts der vergessenen Dinge. Und inmitten des Ausgedinges der Dinge saß ich allein, inmitten der nutzlosen Dinge, der verlorenen Dinge. Ich hätte schreien mögen, doch ich vermochte es nicht. Denn der eisernen Zeit fühlte ich, wie tot ich ward mit einem Mal. So spült denn meine Seele den Traum aus dem Grab, darin ich jemals geschlafen. Und die Hoffnung war zurück, den mürben Rost zu übergießen mit Poesie.